Es ist ein flaches Auto, es steht breitbeinig da, wirkt sportlich und dynamisch. Für eine A-Klasse, das Einstiegsmodell von Mercedes, dem neuesten Baby-Benz sozusagen, sind das erstaunliche Attribute. Tja, Paradigmenwechsel in der A-Klasse. Wir haben hier nicht mehr Wurzelholz in Serie, sondern wir haben hier Carbon-Look. Das sieht richtig schick aus und das Design lehnt sich ganz bewusst am Sportwagen SLS an. Und ich persönlich finde, dass das auch echt mal Zeit geworden ist, dass die A-Klasse mal so ein bisschen frischer rüberkommt. Die Mercedes-Kundschaft wird eben nicht jünger und das soll jetzt mit diesem Auto anders werden. Schauen wir uns den Wagen doch mal in Ruhe an. Er ist seinen Konkurrenten Audi A3 und BMW 1er sehr ähnlich geworden. Das Sandwich-Bodenkonzept des Vorgängers ist also Geschichte. 18 cm niedriger ist er, eine ganze Menge. 40 cm länger und 2 cm breiter. Der CW-Wert liegt bei nur 0,26. Da haben die Ingenieure viel Gehirnschmalz reingesteckt. Innen ist die A-Klasse richtig edel und setzt Maßstäbe. Die Einrichtung wirkt sportlich, alles ist bestens verarbeitet, so wie es sich für einen Mercedes gehört. Die Platzverhältnisse sind nicht üppig, aber völlig ausreichend. Auch hinten sitzt man gut. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sehen gut aus. Ins Heckabteil gehen 400 Liter oder 1100 mit umgeklappten Sitzen und einem fast ebenen Boden. Wir fahren den kleinen 2-Liter Diesel mit 136 PS, der bei sportlicher Fahrweise 7 Liter verbraucht. Sehr gut, alle Motoren haben Start-Stopp. Aber auf den Landstraßen in Slowenien bekommen wir ganz schnell Lust auf mehr Dampf, denn die A-Klasse liegt so sportlich auf der Straße wie ein 1er BMW. Wir steigen deshalb um auf das Sportmodell mit 211 PS, dem 250er Benziner und jagen mit ein paar Journalistenkollegen um Pylonen auf einem Flugfeld bei Portorange. Da zeigt sich plötzlich, dass Mercedes das Designversprechen des Autos tatsächlich einlöst. Also wenn mir jemand vor 10 Jahren erzählt hätte, dass ich sowas hier, Slalom fahren, in der Geschwindigkeit mal mit einer A-Klasse mache, dem hätte ich ehrlich gesagt einen Vogel gezeigt. Dieses Auto hat solche dynamischen Qualitäten, dass die 211 PS von dieser Sportversion hier echt nicht ausreichen. Und deshalb, das wissen die natürlich bei Mercedes, gibt es den im nächsten Jahr von AMG mit über 300 PS. Und das wird richtig lecker. Aber schnell um enge Kurven geht's auch mit unserem kleinen Diesel-Testwagen. Nachdem wir wissen, was er kann, machen uns die kurvigen Straßen in Slowenien richtig Spaß. Und dass die A-Klasse ein Spaßmacher ist, das ist eben doch eine handfeste Überraschung. Auf was ist man bei Mercedes sonst noch stolz? 7 Airbags inklusive Fahrer-Knie-Airbag sind Serie. Genauso wie ein radargestütztes Assistenzsystem, das vor Auffahrunfällen warnt. Was ist gut an dem Auto? Also erstens sieht er total schick aus. Vor allem im Innenraum finde ich echt dieses sportliche Design super gelungen. Dann ist er natürlich super verarbeitet, ist Mercedes und hat richtig gute Qualität. Das merkt man an jedem Detail. Dann natürlich die Sicherheitssysteme, die es hier gibt. Da gibt es wirklich alles, was man dazu bestellen kann. Und er hat serienmäßig schon jede Menge. Die Motoren, ja, also sind ein bisschen schwachbrüstig, weil die Dynamik ja so gut ist, dass man wirklich mehr vertragen könnte. Aber da kommt ja noch was. So, was ist schlecht an dem Auto? Da fällt mir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel ein. Die Sicht nach hinten, die ist ziemlich mies. Man sitzt relativ tief, weil es eben ein sportliches Auto ist. Das ist für ältere Kunden vielleicht nicht so toll. Und immer ein Thema bei Mercedes, der Preis. Der ist natürlich heiß, vor allem dann, wenn man ein paar Häkchen in der Sonderausstattungsliste macht. Aber wer zu Mercedes geht, der will in der Regel auch nicht sparen, oder? Immerhin geht's ab 24.000 Euro los. Unser Testwagen kostet natürlich fast das Doppelte. Tja, fragt sich also, ob die Wette von Mercedes aufgeht. Einmal komplett die Käuferschicht und das Image der A-Klasse austauschen zu wollen. Rentner gegen junge Aufsteiger und Altbacken gegen cool. Insofern ist die neue A-Klasse nicht nur überraschend, sondern sogar mutig.